Warum läuft denn der Fernseher hier schon wieder eigentlich? FIFA schon wieder, ne? Will er dich wieder herausfordern, wie bei 24 Stunden im Pool? Ich habe keine Ahnung, was Kahn will. Ich warte auch schon irgendwie. Der meinte doch, wir sollten hier hinkommen, ne? Also normalerweise lässt er ja sowas nicht auf sich sitzen, aber wer weiß. Oh, wann kommt der denn? Kathi weiß einfach nicht, was los ist. Ja, Leute, herzlich willkommen. Die Challenge läuft eigentlich schon. Aus Kahns Gamingzimmer entkommen. Nina weiß Bescheid und das Video läuft ja schon, ne? Aber ich gebe euch kurz nur ein paar Infos, ne? Also heute habe ich mal Kathi eingesperrt mit Nina zusammen, aber Nina ist nur da, um zu helfen. Kathi hat ja von Gaming keine Ahnung und ich habe ihr heute ein paar Aufgaben gestellt in meinem Gamingzimmer. Ob sie das schaffen wird, werden wir sehen, weil nur so kann sie entkommen. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Ich glaube, da kannst du lange warten. Hm? Warum? Weil er nicht kommen wird. Warum? Du musst zu ihm kommen. Ja, aber er meinte, wir sollten uns hier treffen. Und hier ist ja auch das aufgebaut. Ja gut, aber er wollte ja nur, dass wir in einem Zimmer sind. Okay. Ich gebe dir meinen Tipp, überprüf doch mal die Tür. Okay, was soll das? Meinst du, der hat mich hier eingesperrt oder was? Oder uns? Ach nö, was soll das denn jetzt? Kahn hat mir gesagt, ich soll dich hierher locken und ich bin quasi seine Komplizin. Denn ach, da ist, wir haben hier wieder eine schöne Kamera installiert und machen heute Kahns Gaming-Zimmer entkommen, und zwar mit Kathi. Weil Kathi ja so viel Ahnung hat von Gaming, muss sie heute verschiedene Gaming-Sachen... Ihr nutzt wieder schamlos aus, dass ich nicht so eine gute Gamerin bin. Kathi muss heute verschiedene Gaming-Sachen bewerkstelligen. Ich würde sagen, wir fangen mit deiner ersten Aufgabe heute an. Und die wäre? Du musst einen Roblox-Obi schaffen. Mhm. Und wir müssen ein Beweisfoto, genau, nicht mal schaffe. Ein Beweisfoto des letzten Obstacles oder Hindernisses an Kahn schicken. Und das ist eine McDonald's Roblox Obi. Ich glaube, Kahn hat die dahinter. Ich habe da noch mal eine Frage zu diesen Obis. Ist das irgendwie, also da geht man ja zwischendrin auf so Portale drauf, ja. Und dann ganz irgendwann am Ende kommt man an irgendwo an. Ein Ziel, ja. Ja. Genau. Und das ist dann das Finale, oder? Genau. Okay, ich schaffe doch mal nicht meinen neuen Raum zu gehen. Kathi muss eine ganze Obi schaffen. Ich glaub, das kann ja 10 Stunden dauern. Das ist da hinten schon bei. Ich kann auch gar nicht anfangen. Kathi, jetzt einfach gleich hier. Mach dich auf, komm, das wird schon, das schaffst du. Ich kann dir ein bisschen assistieren, beziehungsweise ich helfe dir, was die Technik angeht. Weil Kahn und ich haben ja einen Gaming-Kanal nebenbei auch, ne? Spielen mehr Apps und Games. Falls ihr den noch nicht kennt, könnt ihr gerne mal gucken. Ja, Nina macht wieder Werbung. Naja. Ach, und hier hat er schon sowas geöffnet auch, ne? Soll ich Spiel fortsetzen oder was soll ich machen? Spiel fortsetzen? Mhm. Genau, das ist jetzt Kahns Roblox-Figur, die darfst du heute spielen, die sieht so aus. Ja, hässlich. Hässlich. Hässlich wie Kahn. So, dann starten wir nochmal die Bildschirmaufnahme. Das ist auch noch so ein komisches Männchen. So, die Aufnahme läuft. Das ist jetzt ein anderer Spieler, lass dich von dem nicht irritieren. Ich hole mir meinen Stuhl, das könnte hier ein bisschen länger dauern. Wie war das nochmal? Mit der Maus kann ich irgendwie die Richtung angeben, ne? Also mit der Maus, genau. Ah. Das ist dein Sichtfeld. Du kannst. Warum bewegt der sich denn? Achso, ich dachte gerade, ich hätte. Aber mein Sichtfeld kann ich gerade noch gar nicht verändern. Soll ich erstmal vorlaufen? Also, ich zeige dir einmal kurz die Steuerung. Ja. Hier hast du W, A, S, D. Ne? Achso, du kannst auch hier, wie du willst. Ich spiele immer anders. Je nachdem, wie nah du deine Hände beieinander haben willst. Ja. Und mit der Maus kannst du quasi das Sichtfeld bestimmen. Und was darf ich jetzt hier berühren und was nicht? So, vor dir ist Wasser zu sehen. Das ist Wasser? Ja. Na gut. Ich muss also über die gelben Dinger da laufen. Richtig. Ah, gar kein... Wie springen? Leertaste. Soll ich jetzt mal die Richtung ändern? Ja, ich kann die Richtung nicht ändern. Wie geht denn das? Mit der Maus muss ich das doch machen, ne? Du musst gedrückt halten. Okay. Boah, was stehst du mir im Weg, ey? Ja, das ist manchmal ein bisschen nervig mit anderen Spielern, aber der wird hoffentlich gleich verschwinden. Meinst du, ich kann von hier schon springen? Ja, der kann weit springen. Muss natürlich auch nach vorne gehen, ne? Und springen. Ja, nee, so nicht. Du lachst. Sie hat einfach mal... Hey, ich bin woanders jetzt. Nee, du musst dich umdrehen. Oh Mann, das ist die Lobby sozusagen, also der Eingangsbereich. Dreh dich nochmal um mit deinem Sichtfeld. Wow, Kathi, chill. Das sind übrigens Pommes, die da im Wasser schwimmen. Achso. Oder das könnte auch Frittierfett sein, eins von beiden. Kann man manchmal nicht so genau sagen. So, du musst dich auf jeden Fall so parallel... Vielleicht bin ich die Einzige, die reinfällt. Hier war gerade noch einer. Ja, genau. Du musst quasi parallel zu der Pommes stehen. Du warst nicht ganz, also nicht parallel, aber und so, dass sie frontal... Hier ist Kahns Kopf im Wasser. Frontal, dass sie in deinem Sichtfeld ist.
Und das ist doch jetzt nicht, wenn ich da hinten angekommen bin, habe ich es geschafft, sondern das geht noch. Nein, es gibt noch viel mehr Stages. Das kann ja Stunden dauern. Was macht der denn auf meinem Kopf? Runter da! Kati kommt einfach überhaupt nicht klar. Tut mir leid, Leute, aber es geht einfach nicht. So. Ich werde irgendwann mal Kahn so eine Aufgabe stellen und dann mache ich auch irgendwas, was der überhaupt nicht kann oder was er noch nie gemacht hat. Nein, und jetzt springen. Ja! Yes! Kati hat die erste Pommes. Pass auf, da vorne dir ist die nächste Pommes, wo du rausspringen musst. Ich kann dir ja mal helfen, wie du. Ich muss mal kurz eine andere Perspektive. Genau, das wollte ich dir sagen. Und jetzt einfach springen? Geradeaus und springen. Ja, jetzt ein bisschen weiter wieder nach links. Genau, Kati hat den Dreh raus. Nein! Doch nicht, ich hab ihn zu früh gemacht. So schnell, nein, ich hatte den Dreh raus, aber der ist einfach zu weit gelaufen, dieser Kahn. Dieser komische Kahn mit seinem Mundschutz. Yes. So, ändern vielleicht die Perspektive eher mit drauf, von oben. Ja, pass auf, der kann dich reinschubsen, wenn du nicht gehst. Spring! Ja, Kathi, soll ich mal ein bisschen cheaten und dir helfen, dass du zumindest die nächste Stage erreichst? Ich finde es blöd, wenn die sich auf meinen Kopf draufstellen. Ja, das ist, weil das der Startpunkt ist und wenn du davon nicht weggehst, dann stapeln sich die Leute auf deinem Kopf. Ich schaff das. Guck mal. Sehr gut, Kathi, sehr gut. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil die Pommes ja so hoch stehen. Wie soll ich denn bitte schön da... Da kannst du einfach so hochgehen, das ist wie auf dem Berg wandern. Okay. Also du kannst einfach dran springen und dann musst du aber auf der Spitze quasi stehen bleiben, damit du auf die nächste springst. Als ob ich dann nicht von der Spitze runter springe. Nein, springst du nicht. Also du hättest auf die andere links als erstes gemusst. Ja, wollte ich, aber kann ich ja nicht zu. Das war ja nicht ich. Kathi verliert hier schon voll die Nerven, ey. Du hast das schon ganz gut gemacht. Ja, hat mich unter Druck gesetzt. Aber der kann das genauso schlecht wie ich, der ist auch mit mir am Start. Und die auch. Oh. Jetzt wurde ich wirklich reingeschubst. Ja, dreist reingeschubst. Das passiert manchmal. Man muss eher von den anderen fliehen. Manchmal, weil die dann. Hast du Kahn auch schon mal reingeschubst? Ja, klar. Ja, mich auch. Das ist natürlich besonders ärgerlich immer, weil man es eigentlich könnte, aber. Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Soll ich dir helfen? Kannst du mich vielleicht über diese komischen Stehpommes rüberbringen? Ja, wir tauschen mal die Kamera. Das wäre nett, danke. So, ich darf das ja eigentlich nicht. Karl hat mir das verboten, dass ich irgendwie eingreife. Aber das ist nett von dir, danke. Aber ich weiß jetzt nicht, wie Kathi das sonst schaffen würde. Die flachen Pommes kriege ich vielleicht hin. Soll ich dich auf die andere Seite bringen? Ja, das wäre... Aber dann habe ich es halt ja immer noch nicht geschafft. Ne? So, dann geht's hier weiter. Das ist die nächste Stage. Und was darf ich da und was darf ich du da musst, nicht? Das ist ja eine Rasenfläche und du darfst nicht die Schachbrettflächen berühren. Ich würde lieber so auf dem Rasen von Feld zu Feld springen. Ich bin eher so... Du kannst dich aber wirklich da langsam vortasten. Du musst einfach nur diagonal springen. Zum Beispiel jetzt, wenn du dich nach... Ja genau, einfach so diagonal springen. So? Ja, vielleicht ein bisschen weiter nach rechts. Du bist schon zu nah an dem Feld dran. Genau, aber versuch nicht so nah an das Feld ranzugehen. Ja, aber ich sonst berührst du es schon mit deinem großen Zeh. Soll ich jetzt so einfach springen und dann... Ja, versuch mal. Ja, und so geht's jetzt weiter. Du kannst entweder nach links oder nach rechts, wie du willst. Jetzt bist du zu nah dran gegangen quasi und hast das gelbe Feld berührt. Aber jetzt komme ich nicht wieder ganz zum Anfang. Nein, du hast den Checkpoint. Ich habe bist auf den Checkpoint gegangen, beziehungsweise ich bin auf den Checkpoint gegangen. Und jetzt, ich bin schon voll am Zweifel. Kannst du immer von dem Checkpoint wieder starten. Darf ich denn hier wieder raus, weil ich dieses Level hier geschafft habe? Nein, das sind mehrere Stages. Ich muss dir schon meinen Oberteil ausziehen, weil ich einfach zu schwitzen. Ich weiß, dass viele Leute viel Spaß daran haben und das kann ich auch verstehen und akzeptieren, aber ich einfach nicht. Kathi, soll ich dir helfen, damit du bei der nächsten... Es gibt nämlich noch weitere Aufgaben, die du zu lösen hast. Es wird doch bestimmt immer noch schwieriger. Komm, ich muss das schaffen, Nina. Ja, wir haben nicht eben... gut, dann dauert dieses Entkommen hier aus dem Gaming-Zimmer einfach mal rein. Ich will hier raus. Roblox ist für Kathi voll die Qual. Pass auf, ich mach dir das, weil danach musst du noch andere Games spielen. Ja, und das okay. Wird nicht einfacher. Ich hab die selber... Hab ich die schon mal gemacht? Weiß ich gar nicht. Bestimmt muss die... Oh, warte mal. So ist es immer ein bisschen einfacher. Oh, für dich sieht das so einfach aus. Maus ist mega empfindlich hier auf diesem Mauspad. Das geht mir auf die Nerven. Ja, so ist besser. Muss man über das Portal drüber laufen, damit das erkannt wird, oder? Ja, ist kein Portal. Ich glaube, das ist Cola mit Eiswürfeln. Ja. Ui, da wäre ich nie drüber gekommen. Ja, ich glaube, das hätte auch wahrscheinlich zu lange gedauert.
Ja, das hätte ich doch in meinem Leben nicht geschafft. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wo es hier lang geht. Ah, doch, so. Also die Obi, ich weiß gar nicht, wie viele Stages die hat. Aber Kathi hat noch nicht mal die erste geschafft. Ja, du lachst aber nicht. Ja, tut mir leid. Das ist halt... Oh, Mist. Das ist, weil du nie Videospiele gespielt hast. Also du warst ja auch früher nie als Kind gezockt oder so. Nee, guck mal, genau. Das. Und das ist auch einfach, das ist gar kein... Also ich habe da gar kein Interesse dran. Es gibt so viele Sachen, auf die ich viel mehr Lust habe. Okay, hier muss man wenig den falschen Weg. Es gibt doch ganz bestimmt auch irgendjemanden da draußen, der so denkt wie ich und der auch vielleicht mehr Lust hat auf reale Spiele, einfach draußen über Rasenfelder zu springen, auf Spielplätzen irgendwo drüber zu balancieren und nicht das in Computerspielen zu machen. Es gibt doch bestimmt jemanden, der mich versteht, oder? Das raubt mir immer den letzten Nerv. Das ist wähle nicht den falschen Weg, da kann man nichts machen. Wähle nicht den falschen Weg? Also wähle nicht die falsche Pommes in dem Fall. Und es ist wirklich so, dass man hier sich auswählen muss, über welche Pommes man geht. Und ich denke, es ist die ganz rechte. Und dann ist es vielleicht die in der Mitte wieder. Nein, ist es nicht. Also ganz im Ernst, ich finde das echt nett, dass du das für mich machst, aber ich hätte das nicht geschafft. Ich schaff's ja selber nicht mal. Ich wäre einfach, weiß ich nicht, ich hätte das Schloss... Oh Mann, ich lauf die ganze Zeit über die falsche Pommes rüber. Ich hätte das Schloss von der Tür lieber geknackt. Das Schloss von der Tür knacken hätte ich besser gekonnt als... DIY-Ausbruch. Ja, DIY-Ausbruch, das hätte ich besser hinbekommen als das... Ganz links vielleicht. Diese kleinen... Mitte, Mitte? Ja! So. Wir müssen hier auf jeden Fall gleich mal gucken, was das letzte Hindernis ist, damit wir das Kahn schicken können. Damit du zu der nächsten Aufgabe kannst. Das letzte Hindernis müssen wir uns merken und dann geht's quasi weiter. Wie, dann geht's weiter? Dann noch eine Obi oder was? Nee, dann wird ein anderes Spiel gespielt. What? Ich sehe schon das letzte Hindernis. Du brauchst nicht weiterspielen. Es ist dieser Ronald McDonald. Das ist wahrscheinlich nicht das letzte Hindernis. Meistens wird man von solchen Kreaturen gegessen. Und dann wandert man in seinen Magen und in den Darm. Ihr seid so komisch, ich spiele so komische Spiele. Ich will doch nicht von Ronald McDonald gegessen werden. Oh, diese Obi ist total lang. Hätte Kahn nicht mal eine leichtere Obi aussuchen können? Das sehe ich ganz genauso. Nein! Einen Meter zu weit gegangen. Halben Meter. 10 Zentimeter. Vielleicht könntest du parallel schon mal was anderes machen. Denn ich weiß schon, weil Kahn mich ja eingeweiht hat, was die nächste Aufgabe für dich ist, Kathi. Okay. Kennst du das Spiel Subway Surfers? Habe ich schon mal mit euch gespielt. Da musst du Highscore aufstellen. Das habe ich schon einmal gespielt mit... Ein einziges Mal habe ich das schon mal gespielt mit euch. Wie lange ist das her? Das haben wir doch mal, weiß ich Jahre nicht, her vor sein. Zwei, drei Jahren oder so. Ne? Okay, wie soll ich das spielen? Ich habe das nicht auf meinem Handy. Hier hat kein Handy hingelegt. Ach so, hier, ja. Und das kannst du mal öffnen. Das, so. Da muss ich auch ein komplettes Level machen, oder was? Ja. Lauf, lauf! Du musst vor dem Inspektor weglaufen. Ach so. Ach dann so, nach jetzt. Links und rechts zwischen oh, ich und bin von, schon. Von oben. Ich muss kurz einmal üben. Oh, siehst du, was habe ich gesagt? Das Viech wird einen fressen. Bist du schon drin oder was? Und jetzt bin ich in dem Viech drin. Wie ekelig. Kahn, der traut mir Sachen zu, der denkt echt, ich. Dabei fehlt Kathi das Gaming einmal eins. Sowohl das, die Steuerung als auch. Das Gaming-Gen fehlt mir. Das Gaming-Gen. Yes! Ich kann das jetzt. Nein! Ich glaube, dein Highscore sollte bei 5000 liegen. Sehr schlechter Scherz. Wie viel hast du denn? Ja, 170. Ups. Und wir haben es geschafft. Und was ist das letzte Hindernis? Das letzte Hindernis war ein Cheeseburger vor so einer McDonald's-Tüte. Okay. Das musst du Kahn, glaube ich, jetzt mal per Sprache. Ich habe leider keine Zeit. Da musst du, wenn du das nächste du Mal kannst, umkommst. Denn du möchtest schon mal wieder... Nee, das musst du selber machen. Boah, ich bin ein bisschen sauer auf Kahn. Mach mal eine Sprachnachricht. Ja, mache ich ja. Hallo Kahn, ich finde das irgendwie nicht so ganz lustig, aber zum Glück ist Nina wenigstens bei mir, sonst würde ich hier in meinem Leben nicht wieder rauskommen. Wir haben jetzt in Gemeinschaftsarbeit, vor allem Nina, ja, also ich habe jetzt das letzte, die letzte, wie heißt das? Stage. Die letzte Stage der McDonald's Obi erreicht und wir haben gesehen, dass es ein Mehrere Cheeseburger. Dass das mehrere Cheeseburger waren. Vor einer McDonald's-Tüte. Vor einer McDonald's-Tüte. Er weiß sofort, dass du das nicht gemacht hast. Ich habe auch keine Zeit, ich muss weiter Subway Surfers üben.
So, und jetzt werde ich Kathi weiter betreuen. Betreuen, als wäre ich hier irgendwie so ein... Du bist ein Gaming-Pflegefall. Ich mache auch immer aus Versehen. Ich will, weiß, dass ich drüber springen will und mache aus Versehen nach unten. Wer hätte gedacht, dass das so anstrengend wird, ne? Deswegen hat Kahn auch mir nicht die Aufgabe gestellt, dass, ich dem, Gaming, das dass ich dem Gaming-Zimmer entkomme, sondern ihr natürlich. Kahn spielt mit meinen Schwächen. Das ist eine Herausforderung. Entkommen muss auch immer eine Herausforderung sein. Ich war jetzt richtig gut gerade. Hat Kahn schon geantwortet? Ich habe 910 jetzt gerade geschafft. Das ist für mich schon wirklich ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob Kahn geantwortet hat. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig. Ach, hier ist eine Sprachnachricht von Kahn. Ja, sehr gut. Hättet ihr es ein bisschen klüger angestellt? Rechts, wenn man das ausklappt, stehen alle Hindernisse. Und da steht auch, dass das die irgendwie XXL-Burger sind. Aber gut. Ne? Bei oh nein! Ihr habt das nicht hinbekommen, ihr habt anders gecheatet. Wo soll ich das wissen? Auf jeden Fall geht es jetzt zu Subway Surfers. 5000 Punkte Highscore erwarte ich von dir. Ja, das weiß ich schon, das hat mir Nina schon gesagt. Tja, wir haben ja schon ein bisschen vorgearbeitet, aber ich wusste das wirklich nicht mit den Stages. Und Kathi kann es erst recht nicht wissen. Ich habe das nämlich zugeklappt, weil mich das immer nervt. Und ich dachte, normalerweise stehen da ja die anderen Spieler, aber das waren für die Obi ganz schön viele Spieler, die angeblich da drin gewesen sein sollen. Ja, wir hätten die Obi also gar nicht machen müssen. Kahn hat uns schon wieder ausgetrickst. Müssen wir dann 5000 Punkte machen oder gibt es da auch irgendeinen Trick, irgendeinen Cheat? Naja, du könntest mich als Joker nehmen. Ich glaube, ich habe meinen Joker... verbraucht schon. Kathi ist auf jeden Fall super konzentriert und will auch nicht so schnell aufgeben. Das ist ihr hoch anzurechnen. Das ist ja auch nicht so, dass ich gerne aufgebe. Ich bin ja eher ein ehrgeiziger Mensch. Ich ziehe dich nach hier. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch und nur weil man was beim ersten Mal nicht so gut kann, heißt das ja nicht, dass ich das nicht nochmal versuche. Ich habe jetzt schon 528 Punkte gerade geschafft. Das fehlen leider. Da muss sie noch eine Null ranhängen. Ja. Das müssen ja über 5, also mindestens 5000 sein. Ich kriege dann pro Münze einen Punkt, ne? Ja, es geht eher darum, wie lange du durchhältst. Ah, okay. Von den Münzen kannst du dir Sachen kaufen. Achso, da muss ich gar nicht so streng nach den Münzen. Nee, du musst vor allem weit kommen, glaube ich. Also der Level hört ja nicht auf. Je weiter, also die Distanz ist, die du zurücklegst, desto höher sind auch, glaube ich, deine Punkte. Ich weiß nicht, ob die Münzen da auch mega reinspielen, aber ich glaube, es geht eher darum, weit zu kommen in dem Spiel. Der wird immer schneller! Soll ich probieren? Das ist heute wie ein Sportprogramm. Ich bin schon fix und fertig hier. Ich stress das total, ne? Ja, total. Es geht weiter. Einmal versuche ich es jetzt hier noch. 10 Tage später. 3 Tage später. Ich habe keine Lust mehr, echt, Kathi. Es tut mir ja leid. Ach, da, aber ganz im Ernst, das ist ja nicht mein Ärger hier. Das ich wünschte, ich hätte mich niemals auf dieses Spielchen eingelassen. Du gehört hast von Kahn, du würdest mich in einem Gamingzimmer einsperren. Da hättest du schon wissen, also hättest du schon wissen müssen, dass es nichts wird. Oh. Also, ich habe einen neuen Highscore, glaube ich, aufgestellt. Mit? Jetzt habe ich erstmal hier so ein, ich habe so ein, sowas hier bekommen. Ja. Mit extra Coins. Da kannst du drauf tippen. Ja, und eine drin. Mütze. Wow. Ich hoffe, das ist eine Schutzmütze, damit ich mir nicht mehr so häufig. Nee, das ist kein Helm. Ich habe 1061 und ihr seht, ich habe beim ersten Mal nur ein paar Punkte gehabt. Ich lerne schon schnell. Soll ich mal? Ja. Also, 5000 hat Kahn gesagt. Ich wette, er weiß ganz genau, dass wir nicht. Wenn ich ein, zwei Stunden übe, kriege ich 5000 hin. 5000? Das Kahn so ein. Also, ich meine, dafür, dass du das Spiel gar nicht kannst, ne? Ja, ich meine, er ist schon ein relativ hoher Highscore. Er will mich anscheinend hier viele Stunden drin behalten. 4400, 4500, 4006, 7, 8. Ist der Inspektor noch hinter dir? Ja, wer kommt natürlich immer mal wieder. Jetzt ist er wieder da. Und jetzt kann ich mich auch schnappen lassen, weil ich jetzt 5400 habe. 5800. Ja, ich laufe jetzt einfach gegen den Zug. Nochmal. Okay. Und ja, 7.332 habe ich insgesamt. Danke. So, vielleicht musst du davon ein Foto machen, Kathi, damit du ja das Kahn schicken kannst, damit er dir die nächste Aufgabe sagt. Kannst du vielleicht ein Foto von mir machen? Weil sonst sieht das so aus, Ich mache ein Selfie. Ja, ich kann auch ein Foto von dir machen. Merkt ja keiner, ne? Kahn wird sich dieses Video hier hoffentlich niemals angucken, weil sonst kriege ich ganz schön Ärger. Denn ich habe die Roblox-Obi gemacht für Kathi. Ich habe Subway Surfers den Highscore aufgestellt. Aber das nächste musst du, glaube ich, selber machen. Aber Kahn wird dir verraten, was es was? Ist. Was? Mhm. Was denn? Es sind noch 2 Sachen, die du erledigen musst. Und die wären? Sag dir gleich. Ich will ja nicht so viel vorwegnehmen.
Das hat was mit dem Fernseher zu tun. Perfekt, und jetzt FIFA. Ah, FIFA kann ich. FIFA kann ich. Alter, auf FIFA fahren. Also, ich wollte gerade sagen Kiefer. Kiefer, FIFA. Kiefer 20 kann ich. Was musst du da machen? Weiß ich nicht, ich spiele das jetzt einfach mal hier. Spiel fortsetzen. Kahn hat mir übrigens erzählt, dass er alles auf einfach gestellt hat. Ganz ehrlich, bei FIFA bin ich auch sowas von raus. Ich habe das einmal oder zweimal oder so gegen Kahn gespielt. Da war ich gar nicht mal so schlecht. Auf Kreis kannst du schießen. Ja, aber ich muss mal ganz kurz mich hier in die... wie geht... Ach, hier mit laufe ich, ne? Ja, jetzt habe ich's. Auf welches Tor muss ich denn schießen? Geradeaus. Ja, ja, geradeaus. Auf welches Tor? Welches ist meins? Also das, was geradeaus ist. Du bist doch der mit dem Roten, ne? Ja, denke ich. Ja, und jetzt, wenn du jetzt schießt, dann könntest du ein Tor schießen. Das war leider so, zu hoch. Ja, aber wie schießt man denn niedriger? Du musst gucken, wie lange du, glaube ich, die Taste gedrückt hältst. Ja, okay. Das sollte aber kein Problem für mich werden. Gabi ist zuversichtlich. Bei dem Spiel ist sie zuversichtlich. Beim Fußball. Das ist ihr Ding. Ja. Ich spiele gerne Fußball. Kathi läuft. Kathi läuft. Und ich mache einen Pass. Oh nein, ich habe einen hohen Schuss gemacht, aber wollte. Du hast einen direkten Torschuss gemacht. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Pass machen. Da muss ich nochmal kurz den Knopf herausfinden. Jetzt kannst du nochmal einen Pass machen, dann könnt ihr vielleicht. Ja, schieß! Schuss. Ja, ah, ja, du warst schade. Hinterm Tor. Schade, das habe ich so nicht gesehen. Und ich schieße. Nein. Du musst den Ball wieder kriegen. Ja, mache ich auch. Mache ich doch. Ich versuche ihn wieder zu kriegen. Nein, ja. Jetzt hat die gegnerische Mannschaft den Ball. Ich habe ihn, hatten. Okay, jetzt kannst du wieder passen. Nein, das war wieder der Schuss aus Versehen. Theoretisch hätten wir von dem Schuss, der gerade daneben gegangen ist, schon ein Foto machen können, weil es sah fast so aus, als wenn der drin gewesen wäre. Wir müssen ja auch ein Beweisfoto wieder für Kahn machen. So, Kathi. Und? Wieder zu hoch. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht. Ich meine, ich war jetzt ziemlich gut vorm Tor. Ich habe jetzt hier einfach auf den Kreis gedrückt. Aber anscheinend war theoretisch das... Theoretisch musst du gar nicht schießen. Wenn du so nah davor bist, kannst du manchmal auch mit dem Ball ins Tor laufen. Ja, gut, da waren ja noch ein paar andere Leute. Ne? Ich muss schon an dem vorbei irgendwie. Okay, oh, und? Yes! Yes! Jetzt schnell ein Foto. Tor! Da ist der Ball. Der ganz, der ganz kleine Ball ist im Tor. Hast du? Ja. Perfekt. Kathi hat die Aufgabe gemeistert. Mann, ich habe die erste Aufgabe, die ich... Ja, ach, Kahn hat mir noch ein paar Mal geschrieben. Ein schönes Tor schießen, dann bekommst du die letzte Aufgabe. Lebst du überhaupt noch? So lange schon in meinem Zimmer. Ja, ich lebe noch und ich habe ein Tor geschossen. Was meint er eigentlich? Ist das so, dass ich das mal eben kurz in einer Minute mache? Ich habe ihm mal geschrieben, dass es mir gut geht, weil er sich ja anscheinend Sorgen macht, dass, ob ich noch lebe. Auf jeden Fall das Foto vom Tor. Habe ich schon. Gut. Audio wird aufgenommen. Jetzt nimmt er ein Audio, eine Sprachnachricht auf. So, wir können das Spiel jetzt mal irgendwie hier beenden, glaube ich. Kannst einfach Stopp drücken. Wo drücke ich denn Stopp? Das hier? Nee. Da, okay. Nun gut, ich weiß zwar nicht, ob es ein Eigentor war oder irgendwas anderes. Nein, passiert es war kein Eigentor. Das ist okay. So, jetzt gibt es die letzte Aufgabe. Im Regal, unter den Kopfhörern, gibt es noch ein Quiz. 5 Fragen. Wenn du die richtig beantwortest, dann bist du raus. Schick mir einfach ein Bild mit den Antworten. Ah, okay. Ich unter den Kopfhörern. Achso, du hast gerade schon hingegriffen. Du weißt doch schon wieder Bescheid. Ich bin schon wieder eingeweiht. Genau, ich nehme mir mal einen Kugelschreiber. Ich gehe dafür aufs Sofa, das wird gemütlicher. Welcher Publisher steckt hinter dem Spiel FIFA 20? Ja, hier Publisher mit, ja, meinen die Bundesliga oder? Publisher ist derjenige, der, also wer das rausgebracht hat. EA Sports. Oder, ja, ne? Ja. Die Bundesliga. Ja, ich meine, nein. Warum lachst du denn darüber? Das ist hier unten genauso. Hier ist FIFA. Ich dachte, die haben aber die FIFA ist nicht die Bundesliga. Die Bundesliga nein. Ist Deutschland. Bitteschön, hier. Ich bin ja nicht doof. Das steht da. Ja, mehrere zusammen haben das bestimmt rausgebracht. Ja gut, ich sag nichts. Welches Mobile-Game löste im Sommer 2016 den heftigsten Hype auf der ganzen Erdkugel aus? War denn das nochmal? Ich überlege mir gerade. Hast du sogar selber gespielt? Ja, boah, Nina, nimm mir das nicht vorweg. Ich habe kurz überlegt, ob das 2016 war. Das war, wie heißen die denn nochmal? Pokémon. Welches bekannte Mobile-Game steckt in Verbindung mit dem Wort... Achso, Candy Crush oder so. Welches bekannte Mobile-Game steht in Verbindung mit dem Wort Süßigkeit? Candy Crush.
sag ich jetzt einfach mal. Es gibt momentan drei Konsolen, die den Markt dominieren. PlayStation, Xbox One, die Nintendo und die Wii. Drei Konsolen. Ja. PlayStation 4, Xbox One sind ja zwei. Ach so. Und die musst du vervollständigen. Ach so, die Nintendo Switch? Nee, PlayStation 4. Nintendo Switch, glaube ich. Ja. Ich dachte, noch eine weitere Konsole sollte ich finden. Was ist Kahns ultimatives Lieblingsspiel aus seiner Kindheit? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was hat man denn früher gespielt? Die Sims. Ganz hinschreiben, was. Ich denke nicht, dass das die richtige Antwort ist. Oder, ich weiß, hier so Mario Kart oder so. Ja? Das geht schon mal in die richtige Richtung. Was gibt's denn noch? Donkey Kong. Mario ist schon mal richtig. Sag einfach Mario, vielleicht lässt das gelten. Ich schreib Super Mario. Ja. Tja. Foto schicken. Und dann gucken wir mal, ob Kahn gnädig ist oder ob er Kathi und mich vor allem, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, hier noch länger einsperren. Was hat damit nichts zu tun? Nee, ich bin hier, das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Ich bin hier nur Kamerafrau, Assistentin, Gaming-Cheaterin. Ich bin der Schlüssel zum Spiel oder so. Ich bin ja froh, dass du mir ein bisschen geholfen hast. Ja. Aber du hast mich auch so dargestellt, als wäre ich ein Volltrottel. Was? Nein. Ja. Wo du gerade über mich gelacht hast. Ich habe hier drauf geguckt. Hier Bundesliga steht, hier ist noch so ein silbernes Siegel im deutschen Kahn kommt! Oh mein Gott, was ist hier denn für eine Luftmitte drin? Wie lange wart ihr jetzt eigentlich hier? Lange, es hat ewig gedauert. Es ist ziemlich warm. Es war furchtbar. Ich habe das Quiz gesehen, die letzte Antwort ist nicht ganz richtig, aber ich lasse es nochmal gelten, weil es ist Super Mario 64. Aber du hast es trotzdem sehr gut gemacht. Wie gesagt, bei Roblox hättet ihr euch ein bisschen besser anstellen können, da hättet ihr viel Zeit sparen können. Ja, ehrlich gesagt, kannst du dir schon denken, ich habe das nicht geschafft, sondern Nina. Ja, das war mir schon klar. Nee, du brauchst die sagen. Leute, verratet das doch nicht. Ja, aber ihr habt es geschafft, oder Kathi, du kommst jetzt aus meinem... Das habe ich wirklich alleine geschafft. Ich sehe es gerade. Ist das Tor? Ja, ich weiß es nicht. Nein, das nicht. Nein. Aber du hast es geschafft, natürlich mit Hilfe von Nina ein bisschen. Ja. Du kannst jetzt aus meinem Zimmer hier gerne raus. Mich brauchst du aber nicht einsperren. Ne? Doch, sperren lieber ein als Rache. Wollte gerade sagen. Leute, das war's. Wenn ihr Spaß hattet, gerne Daumen nach oben. Ich werde noch weitere Entkommen-Videos machen. Keine Sorge. Nein, bitte nicht. Aber nicht mehr mit Gaming für dich. Keine Sorge. Ich will auch nicht entkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ich bin froh, dass ich hier wieder raus bin. Und tschüss. Tschüss.